Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir befinden uns mal wieder bei F1 2016 in meiner Solo-Karriere mit dem Sauber F1-Team. Jo, vorweg, ich habe endlich ein neues Headset, das Logitech G930, was ich jetzt mal ausprobieren werde. Hat bisher sehr gut funktioniert, die Sprachbefehle funktionieren endlich. Ja, ich finde auch der Sound ist auch sehr gut. Ich hoffe, ihr hört mich auch gut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Ja, das Training und Qualifying haben wir immer absolviert. Lief für uns wieder spitzenmäßig. Wir konnten wieder die Pole Position erfahren. Setup war wieder einfach ausgewählt. Läuft bei uns und bei Sauber. Bin sehr beeindruckt über den aktuellen Verlauf der letzten Rennen. Sauber ist hier wirklich im Moment die treibende Kraft. Die ich ja nicht erwartet, dass das hier in der ersten Saison passiert. Aber sehr cool. Bin sehr zufrieden. Gut, hören wir uns mal an, was das Team von uns erwartet. Hey, ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. So, wir sollen das Rennen am 12. Platz abschließen. Unseren Rivalen Lewis Hamilton besiegen und unseren Teamkollegen. Ja, die Rivalität gegen Lewis Hamilton haben wir auch weiter ausbauen können. Er 10 Punkte, wir 20. Also werden das wahrscheinlich auch schaffen, denke ich mal. Hätte ich auch nicht erwartet, dass wir den Rivalen bekommen haben, dass das mal so gut läuft. Ja, Forschung machen wir aktuell nicht. Da sammeln wir derzeit Punkte, damit wir das Chassisgewicht nochmal reduzieren können. Und dann machen wir auch nochmal einen schönen Satz nach vorne, wenn wir die Punkte haben. Und genauso. So, also wenn wir die beiden Sachen geforscht haben, dann sind wir schon im guten Mittelfeld, so wie das aussieht. Schönes Ding. Gut, ich schalte mal zum Rennen. Die Rennen in Italien sind immer wieder etwas Besonderes. Hier gab es etliche Rekorde. Zum Beispiel den geringsten Vorsprung 1971, als ein gewisser Peter Gassin nur eine Hundertstelsekunde vor Ronnie Patterson ins Ziel kam. 1965 wechselte die Führung sage und schreibe 65 Mal und Kimi Räikkönen erreichte vor knapp einem Jahrzehnt eine Höchstgeschwindigkeit von 370 km/h. Die Fahrer heute haben also alles andere als leichtes Terrain vor sich. Mit Höchstgeschwindigkeiten von über 354 km/h kommen nur wenige Strecken in der Formel 1 an das Tempo von Monza heran. Neben langen Geraden sind drei Schikanen, 11 Kurven und heftige Bremszonen das Herz des 5,8 Kilometer langen Kurses. Überholt wird entweder aus dem Windschatten heraus oder in den zwei DRS-Zonen, aber Mut braucht man so oder so. Heute wird es für die Fahrer nicht ganz reibungslos ablaufen, doch wenn ich mir das Wetter so ansehe, dann könnte wie geschmiert ganz gut hinkommen. Stefan Römer, schön, dass du wieder dabei bist. Was denkst du? Es ist doch etwas feucht, meinst du nicht? Als Fahrer gibt es drei Dinge, um die man sich bei solchen Bedingungen Sorgen macht. Pfützen auf der Strecke, Reifentemperatur und Sichtverhältnisse. Es ist schwierig, die Distanz zu anderen Autos einzuschätzen, wenn man durch das Spritzwasser der Pirelli-Regenreifen fährt. Wir müssen auf der Strecke bis Kurve 1 voll konzentriert sein. Wir sind jetzt im Vorteil und das soll so bleiben. Verteidige innen. Dann können wir Kurve 1 in Führung verlassen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Sauber startet also von der Pole. Und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Rosberg, Vettel, Nico Hülkenberg und Hamilton.
Grosjean, Ricciardo, Sainz Junior und Max Verstappen. Bottas, Wehrlein, Dani Quert und Gutierrez. Perez, Hayanto, Marcus Ericsson und Fernando Alonso. Button und Massa. Kevin Magnussen und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ja, gut, danke schön. Da sind wir auch schon. Ja, es war leider angekündigt, dass es in den ersten Minuten ein Regenrennen wird. Am Anfang und es dann aufklart. Von daher starten wir natürlich mit Intermediates. Wir können die Strategie auch nicht personalisieren, weil Intermediates auch nicht so eine hohe Abnutzung haben. Von daher lassen wir das mal auf zwei Stops. Ganz normal. Benzin haben wir eine Runde extra. Das ist alles soweit okay. Gut, dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß und mir viel Glück. Wieder
Zeit. Aber das Spiel gebremst. Status Teamkollege. Die Fahrer des Rennens sind Rosberg und Hamilton. Das wollte ich wissen. Status Teamkollege. Okay, Abstand zum Teamkollegen 30,9 Sekunden. Sie fahren mit 9 Intermediates. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 39,6. Ich bin da sehr weit hinten. Es ist halt wieder schön zu sehen, dass die KI unter Regenbedingungen einfach schlecht ist. Dass Intermediates-Bedingungen halt meine Bedingungen auch sind. Da kann man es jetzt wieder schön erkennen. Da war zwar im letzten Rennen auch vorne, aber hat es ein bisschen geregnet auf Slicks. Da war ich echt schlecht. Dann zeigt man die Karte dran. Schreibt den Lewis Hamilton. Und dann müssen wir ja auch leider den Platz abgeben in der Zeitstrafe. Ja, hier sieht man ganz klar, dass Intermediates meine Bedingungen sind und der Feind. Immerhin haben wir uns ja auch schon gut vorgekämpft. Zweiter Platz schon. Vielleicht für uns. Ich kein Déjà-vu. Das geht schon. Gott, muss hier vorne. Echt scheiße. Wenn ich jetzt gebremst habe. Thank you.
Fahrer hinter mir. Wetterbericht. Wetterbericht. Das sind unsere heutigen Konkurrenten, Ray Kernan und Hamill. Wetterbericht. Wetterbericht. Das Wetter wird gleich besser. Der Regen lässt in 5 Minuten nach. Boah, ein bisschen an der Mikrofoneinstellung, wie gut das Mikrofon ist. Mal da achten. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Die Kurve hier aber nicht. Gibt's ja nicht. Kommst du das mal zu gut? Gibt's doch nicht hier. Mensch. Fahrer hinter mir. Hamilton liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 14,6 Sekunden. Sie fahren mit alten Intermediates. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stopps machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 36,0. Das ist aber langsam. Krass. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Jetzt komme ich langsam besser rein.
zweiten Box ist doch Slicks machen. Fahrer hinter mir. Hamilton hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 40,4 Sekunden. Sie fahren mit 9 Intermediates. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,55,0. Da habe ich total verdunst. Ich kann den Reifen legen noch ein bisschen. Boxenstopp, Jungs. Gut gemacht. Mega Vorsprung, ne? Wahnsinn. Ja.
Krass, ey. Da haben wir noch zwei Boxes noch machen. Mit dem Vorsprung. Wahnsinn. Oh, Scheiße. Mist. Hier durch. Wir waren noch kriegen. Sieht so aus, als hättest du oh, komm. Nicht eingehalten. Wir haben gerade drei oh. Strafsekunden erhalten. Leute, das ist extra langsam durchgefahren. Das ist aber jetzt auch ein bisschen gemein, oder? Brauchen wir Vorsprung auf jeden Fall. Tja. Da wollte ich nett sein. Schön durch die Begrenzung durch. Auf die Schikane, wo man dann die Auslaufzone dann nehmen kann. Oh, Scheiße. Und wird dann bestraft. Naja, noch alles im grünen Bereich, ich bin auch schon. Boah. Ein bisschen viel und zu, aber auch schon. Mal Ränder auf Mare. Da ist die KI nämlich. Nicht gnädig. Da ist der Bockturm, ziehe die auch gerne mal links rüber. Der Perez ist jetzt mal auf Platze. Ich möchte gerne vorbei. Blue Flag, Blue Flag! Please. Macht hier ganz merkwürdig Platz. Aber trotzdem sogar. Wetterbericht. Okay, die Hauptkonkurrenten dieses Rennens sind Rosberg und Hamilton. Okay. Wetterbericht. Arientos aus dem Rennen raus. Safety Car auf der Strecke. Das Nein. Safety Car ist auf der Strecke. Achte Nein. auf dein Delta und halte es im positiven Bereich, während wir uns dem Feld nähern. Drossel deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Holt er uns hier? Na Scheiße, das passt mir jetzt ja überhaupt nicht. Das ist jetzt natürlich ganz schlecht für uns. So, jetzt haben wir wieder dran an uns. Wir haben die 3 Sekunden Zeitstrafe. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay. Das wird nochmal spannend auf jeden Fall. Den Variante wahrscheinlich. Schnell. Verringere dein Tempo.
Gas geben. Das Feld auch wieder ganz dicht beieinander. Wäre schlecht für uns. Gucken, wir haben ja Glück, weil hinter uns ist Paris, nicht einmal hin. Da haben wir es ja gerade schon. Fahrer hinter mir.
ganz wichtig zu wissen für alle, wenn man jetzt in die Box fährt, ohne dass sich die Strategie verändert, dann wird der Reifen genommen, der hier eingestellt ist. Also jetzt nicht einfach blind reinfahren, sondern entweder muss die Strategie geändert werden. Entscheidung ist. Okay, das Safety Car kommt in dieser Runde rein. Wir werden das Tempo des Feldes in Sektor 3 bestimmen. Behalte dein Delta im Auge, bis das Safety Car wieder in der Boxengasse ist. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich in der Box fahren werde. Das ist mir irgendwie zu heikel. Und da ist er nicht schon. Hoffentlich wird das jetzt die richtige Entscheidung. Jetzt fahren etliche rein. Jetzt für alle. Hinter mir. Gutierrez hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 22,3 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,51,7. Ja, okay, das, wie soll ich denn da vorbeikommen, Kollege? Fahrer hinter mir. Gutierrez liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 3,5 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 51,7. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Mhm.
Und das soll kein Ding. Ja, scheiße. Schnellste Runden, sag ich ja. Ich kann auch ein bisschen leerer fahren, damit wir dann ein bisschen schneller dann, wenn leerer der Tank ist. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ein bisschen voll ist die Strecke noch, merkt man. Nicht auch die Rundenzeit schon abstellen. Fahrer hinter mir. Rosberg liegt hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 8,3 Sekunden. Sie fahren mit 9 Schön. Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,28,2. Letzte Rundenzeit? Wie bitte? Die Verbindung bricht ab. Letzte Rundenzeit? Wissen, sondern die letzte. Das habe ich nicht verstanden. Nochmal bitte. So, falsches Kommentar. Zeit, letzte Runde. Okay, die Zeit der letzten Runde war 1,26,6. Halbe Sekunde schneller als Rosberg. Das sieht doch gut aus. Thank you.
schön rum. Sehr schön. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Sehr schön. Wieder schnell zur Runde. Sehr schön drin, das passt. Das sieht im Moment alles sehr gut aus. Weiter konzentrieren. Fahrer hinter mir. Rosberg hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 9,5 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 26,3. Zeit, letzte Runde. Okay, die Zeit der letzten Runde war 1,26,6. Gut, dann war Rosberg wieder schnell. Gut, 9 Sekunden Vorsprung, das reicht uns. Wieder schnell zu werden. Sehr gut. Jetzt habe ich meinen Bremsprung so langsam gefunden. 150er Schild. Gut aus. Perfekt. Ziemlich noch runterstellen. Damit sind wir auch gleich im Final Lap. Das sieht doch alles spitze aus. Ja, reicht auch, ne? Schnell, wieder schnell zu Ende. Ich würde sagen, die nimmt uns keiner mehr den Sieg. Und wir sehen, was mal passiert. Das wäre die ganze Kirche auch. Schön. Das würde ich sagen, das lief dann mal richtig geil. Die ganze Strategie hat gepasst. Und das Fahrerische kann auch. Sehr schön. Das war doch ein interessantes Rennen. Und jetzt ab ins Ziel. Yes! Sieg, Sieg, Sieg! Fantastisches Rennen, einfach klasse. Diesen Rennsieg hast du dir sowas von verdient. Danke, danke. Sauber hat heute einen großartigen Sieg gefeiert.
Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Sieht so aus, als wären Sie gerade schon auf dem Weg zur Siegerehrung. Ein großartiges Resultat, das auch den Zuschauern sehr zu gefallen scheint. Eine großartige Geschichte, sauber hier heute ganz oben zu sehen. Yes, da hast du recht. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Die Situation an der Spitze ist nach diesem schwierigen Rennen für unseren Weltmeisterschaftsführenden eine andere. Der Abstand hat sich verringert. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Ich glaube, heute war das Esteban Gutierrez. Er hat uns seine angeborene Geschwindigkeit gezeigt. Das war wirklich eines seiner besten Rennen der Saison. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Jo, das lief doch spitze für uns, würde ich sagen. Mal gucken, wo unser Teamkollege ist. Er konnte auch ein paar Plätze gut machen, sehr gut. Platz 14. Schade, keine Punkte leider. Aber schon mal ein bisschen besseres Ergebnis für Sauber insgesamt. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, Start angucken. Das können wir trotzdem mal machen. War jetzt nicht so interessant. War ein super Start allerdings von uns. Kam sehr gut weg. Ja, Mercedes aber auch auf jeden Fall. Kommen sie gleich und ganz verbessern. Ja, da gibt man die erste Verwarnung und leider verbremst. Jo, Rest kennen wir ja. War ein schöner Pole Position Sieg mit Sauber. Yeah! Das freut mich sehr. Auf jeden Fall. So, schauen wir uns mal die Punkte an. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Heute haben mich wirklich viele Fahrer beeindruckt, aber niemand so sehr wie Esteban Gutierrez. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden, aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen. Also bis dann. Jo, also in der Konstrukteurrangliste werden wir auf jeden Fall nicht weiter nach oben steigen, aber Platz 3 ist ja schon mal mega Ergebnis für Sauber, auf jeden Fall. So, Fahrerrangliste. Entschuldigung. Sind wir auch ein bisschen gestiegen, logischerweise durch die 25 Punkte. Sind jetzt schön dicht dran an unserem ehemaligen Teamkollegen. Ich habe es ja gesagt, wir werden Ferrari in den Arsch treten. Sind wir um 9 Punkte an Sebastian Vettel angekommen. Das heißt noch eine sehr gute Platzierung und wir könnten ihn eventuell schon im nächsten Rennen schlagen, wenn es dementsprechend passt. Ja, also was wollen wir mehr? Sieht super aus, alles. Schauen wir mal die Ressourcen-Points an. So, sauberen leider nicht 100%. Ist jetzt eine Verwarnung leider. So. Leider nicht so viele Punkte bekommen. Können leider noch nicht forschen. Schade. So, wie sieht die Rivalität aus? Sehr gut. Die würde ich sagen, die haben wir gewonnen, sage ich mal voraus schon. Ist noch nicht so 403 Punkte, aber das sollte, denke ich, kein Problem sein.
Und jetzt, wo ich das gerade ausgesprochen habe, muss man sich einfach vor Augen führen, dass wir immer noch in einem Sauber fahren. Ich sag's zwar immer wieder, aber bin sehr geflasht. So, hier nochmal die Karrierepunkte, wenn man nicht so interessant, 300.000, jo. Dankeschön. So, gehen wir mal ins nächste Rennen. Mal gucken, wo wir demnächst fahren werden. Singapur. Das wird nicht so einfach. Strecke ist nicht so... Oh, Sponsorenbonus. Die Teamsponsoren honorieren deine Leistung mit zusätzlichen Ressourcen. Yes. Dankeschön, Jungs. Das hört sich doch gut an. So, damit können wir noch nicht forschen. Wir können Luftwiderstand forschen, aber machen wir nicht oder entwickeln. Forschen jetzt immer doof an. Ne, wir sparen auf jeden Fall noch auf das Chassisgewicht. Oh, wir können jetzt auch schon die Forschung oder Entwicklung können wir schon einstellen. Und die Punkte in die nächste Saison mitnehmen. Tja. Das ist natürlich jetzt die Frage. Wir sind ja eigentlich konkurrenzfähig. So, was haben wir denn hier jetzt für Strecken? So, wir haben Singapur, Malaysia, Japan, USA, Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi. Das heißt noch 7 Rennen. Ja, das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Was wir da machen. Forschung einzustellen heißt natürlich keine Entwicklung. Ja, wenn ich mir die letzten Rennen angucke, dann sind wir natürlich auf einem sehr guten Weg. Was diese Saison angeht, also wir können natürlich Fahrer-WM und so, das ist natürlich alles utopisch, das können wir gar nicht mehr schaffen. Und in Theorie schon. Aber das ist nicht das Ziel in dieser Saison. So, von der Theorie, wir haben jetzt 7 Rennen. 7 glaube ich noch. Jo, 7 Rennen. Das heißt 175 Punkte. Können wir maximal einfahren. So, und dann müsste schon wirklich alles glatt gehen und die anderen sammeln ja auch noch Punkte. Also das ist utopisch, hier von der Fahrerweltmeisterschaft zu sprechen. Tja, ja, ist jetzt die Frage, ob wir das gleiche einstellen oder ob wir noch das Chassisgewicht machen. Ja, Luftwiderstand ist natürlich auch wichtig. Tja. Ich weiß auch gerade nicht, was wir machen, ob wir weiterforschen oder nicht. Bin mir da gerade ein bisschen unsicher. Aber ich glaube, wir werden mal schauen, wie viele Punkte wir kriegen. Noch. Jetzt im nächsten Training. Und dann werde ich einfach entscheiden, was wir machen. Ob wir einstellen oder nicht einstellen. Gut. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Sonntag und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann und tschüss.